kann man sich die Rainbow Friends Charaktere erstellen? Das werden wir heute in diesem Video hier anschauen. Und noch ein paar andere Sachen. Leute, macht euch auf was ziemlich Cooles gespannt und ich bin mir sicher, dass ihr einiges davon noch nicht wusstet. Lasst ein Like da, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß, Kuss. Wir gehen rein und let's go. Alle von euch kennen meinen Roblox-Charakter, ne? Ist ja klar. Den werden wir heute ein bisschen umfunktionieren. Ich habe auch 1389 Leute folgen mir sogar. Also, falls ihr es noch nicht wisst, Leute. Das bin ich. Das ist auch mein offizieller Roblox-Account. Und wenn ihr halt mal in meine Games reinjumpen wollt, vielleicht halt auch, weil ihr mitspielen wollt oder sonst was, dann könnt ihr auf meinen Discord hüpfen oder dem Charakter hier folgen. Also, Discord sage ich sogar zumindest immer Bescheid, wenn ich aufnehme. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich habe hier einige Sachen vorbereitet und wir werden uns heute Blue basteln. Darum geht's. Ich habe hier so ein bisschen was am Start. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir Blue wirklich so gut wie möglich nachbasteln. Dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Kopf. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz durchgehen. So, hier würde ich jetzt erstmal sagen, nehmen wir vielleicht diesen Kopf. Ah ja, okay. Ich habe hier so ein paar Sachen schon vorbereitet. Ich würde mal vorschlagen, wir setzen uns erstmal diesen Kopf hier auf und gucken mal, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir den jetzt anlegen. Wir müssen unseren Charakter natürlich noch blau machen, Leute. Das ist ja ganz klar. Okay, Leute, guckt euch das an. Meine Haare sind hier aktuell zu viel, aber wir hätten zumindest schon mal das Gesicht. Darauf kann man ja aufbauen. Ich würde sagen, dann müssen wir erstmal anfangen, unseren Charakter so ein bisschen blau zu machen, oder? Also als erstes machen wir hier die Basic Blue Mask, glaube ich, mal ran, damit wir schon mal zumindest so ein blaues Gesicht haben und uns die ganzen Sachen so ein bisschen vorstellen können. Wir haben hier zumindest schon mal so eine Maske vorne. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schnell, aber der Kopf müsste halt komplett rot sein. Beziehungsweise blau meine ich natürlich. Aha, da habe ich jetzt ja sogar schon eine Hose irgendwie angehabt. Hallo? Perfekt. Leute, das sieht ganz gut aus. Okay, ich würde dann vorschlagen, wir setzen jetzt erstmal das Shirt auf und die Hose, die muss jetzt irgendwie gleich weg. Die Hose haben wir auf jeden Fall noch an. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal blau. Wir haben noch keine blauen Hände. Aber auch das kriegen wir alles noch hin. So, die Lederhose geht dann mal weg. Dann sieht unser Charakter mittlerweile schon gut blau aus. Wenn wir jetzt vielleicht noch den blauen Kopf aufsetzen, dann haben wir einen blauen Charakter, Leute. Das sieht ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Hände noch irgendwie blau kriegen. Da muss ich jetzt tatsächlich noch mal kurz in den Shop gucken. Ich sehe hier schon blaue Handschuhe. Wir könnten ja mal darauf klicken, gucken mal, wie das mit unserem Charakter aussieht. Dann hat er so Boxhandschuhe an, Leute. Das würde ich sagen, passt auf jeden Fall nicht zusammen. Dann gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht könnten wir was an der Hautfarbe einfach machen, wenn wir die mal auf gelb setzen. Oh, Leute, das sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus, würde ich fast sagen. Und wir schauen einfach mal, ob wir den vielleicht gleich so ein bisschen muskulöser machen können. Wir können ihn jetzt groß und breit machen, auf jeden Fall. Da ist unser Charakter. Wenn wir das Ding jetzt einfach mal nach oben drücken. Okay, wir machen die Höhe mal so hoch, wie es geht. Und natürlich auch mal so breit, wie es geht. Okay, was können wir mit dem Kopf machen? Können wir den Kopf noch größer machen? Können wir anscheinend. Und ja, okay, er ist ein bisschen größer geworden. Wir können mal die Proportionen checken, wie das dann aussieht, wenn wir... Na gut, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Der ist jetzt groß... Und lang. Das ist jetzt auf jeden Fall unser Blue Character. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rein. Wie ihr sehen könnt, hat dieser Skin auf jeden Fall eine gute Aussagekraft, sodass die Leute tatsächlich schon zu mir laufen und gucken, weil ich aussehe wie Blue. Guckt euch das an, Leute. Das ist ein Magnet. Okay, das hier ist auf jeden Fall Blue und mit dem... In so ein Spiel reingehen, könnte sehr interessant werden. So, Freunde, wir sehen Blue hier. Der ist eigentlich schon ziemlich nice geworden. Wir fangen das heute mal an, ganz chillig, und sollten vielleicht erstmal uns an der Hautfarbe so ein bisschen rantasten. Ich würde sagen, dass wir uns erstmal jetzt hier so eine grüne Hautfarbe geben. Damit die Hände zumindest grün sind. Ich weiß halt nicht, wie es nachher at all dann aussieht, aber das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht geworden. Jetzt gucken wir mal in unsere Klamotten rein. Wir haben hier mehrere Sachen zur Auswahl. Wir können einmal so ein Reptilien-Ding benutzen. Ich würde jetzt mal die anderen Sachen einfach straight ausziehen, damit wir so einen kleinen Überblick kriegen. Oh, dat. Also unser Charakter liegt irgendwie nicht so. Aha, okay. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So ein Reptilien-Look finde ich eigentlich ziemlich cool. Wir hätten das Ganze auch noch anders. Ich kann mal so ein grünes Ding jetzt hier hervorrufen. Und vielleicht könnte man das Ganze gleich so machen. Genau, jetzt haben wir einmal beide Sachen
zum Vergleich. Okay, wenn wir uns das jetzt mal ganz nah betrachten. Wir haben jetzt einfach mal das hier. Das soll sogar eigentlich green sein. Oder this. Ich finde es irgendwie ziemlich cool, wenn wir diese Schlange hier benutzen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Hashtag green oder Hashtag Schlange. In die Kommentare rein, was ihr genommen hättet. Also das obere ist grün und das hier ist halt die Schlange. So, ich würde halt sagen, fokussieren uns halt so ein bisschen auf die Schlange jetzt. Setzen erstmal die Schlange hier fest und haben dann zumindest schon mal den Körper gebaut. Ja. Das Grüne hier kommt halt nicht ganz so zur Geltung. Das ist natürlich ein bisschen schade. Vielleicht kann man da jetzt irgendwie nochmal was machen an der Hautfarbe. Ich glaube halt nicht, aber wir können uns das natürlich nochmal ansehen. Okay, das passt auf jeden Fall nicht. Ich werde die Hände dann wieder zurück machen. Alles klar, Leute. Guckt euch an, wie der aussieht. Ja, also dieses Gesicht ist natürlich irgendwie schon ein bisschen Krise. Wenn wir vielleicht so einen Sippenmund da jetzt ranmachen, gucken wir erstmal, wie das ausschauen könnte. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben hier einmal diesen Sippenmund, dann hängt die Zunge so ein bisschen raus. Ich finde das halt blöd, dass das hier so hinten wie so ein Band aussieht. Wir könnten dann zumindest erstmal diese komischen Augen daran machen, für die Grün dann bekannt ist. Er ist ja blind. Deswegen, okay, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, würde ich fast sagen. Aber ich finde diesen Zip-Verschluss, den finde ich irgendwie nicht so geil. Wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwie noch was anderes am Start haben. Vielleicht einen Mund oder so dazu passt. Vielleicht den hier oder so. Den könnte man vielleicht nehmen, dass man zumindest schon mal so einen offenen Mund hat. Und dann, ja, okay, das sieht auf jeden Fall schon viel verrückter aus, finde ich. Und wenn wir jetzt hier vielleicht noch diese Zunge ranmachen, wie sieht das Ganze dann at all aus? Mal gucken. Aha. Ah ja. Wir können die Augen auf jeden Fall da nicht nehmen. Kann man das? Es geht nicht, Leute. Das ist irgendwie blöd. Okay, wir müssen also diesen Zip-Verschluss nehmen und die Augen da auf jeden Fall dran machen. Das ist echt schade. Ich glaube, mit der Zunge hätte es ein bisschen besser ausgesehen. Aber damit hätten wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen green am Start, kann man sagen. Ich schaue mal, ob wir noch irgendwie was für einen Kopf finden. Hier oben irgendwie so dran. Okay, gefunden habe ich jetzt nichts, aber wir sehen so aus wie green. Leute, und ich bin gespannt, wie die hier drauf reagieren, wenn ich hier so stehe. Eigentlich ist das ja schon immer so ein Blickfänger, ne? Man sieht schon den Boku hier, der hat auf jeden Fall schon eine Ahnung. Ah ja, der hat sich so ein bisschen wie Green verkleidet. Und ja, das bin ich auf jeden Fall, Leute. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Ich esse euch. Ich esse euch jetzt einfach, hä? Ey, guck dir das mal an. Also, ich finde das auf jeden Fall schon ziemlich cool. Der ist echt sehr, sehr geil geworden eigentlich, auch mit den grünen Händen und so. Und ich bin mal gespannt, was die Leute halt machen, wenn wir damit in ein Game reingehen. Wenn ihr den noch nicht kennt, Leute, das ist Militärmaster Denno. Ja, also wir haben ja die letzten Tage, beziehungsweise auch Wochen mittlerweile schon viel gestreamt. Im Bereich Roblox, auch jetzt in Rainbow Friends. Und ich habe immer so eine kleine Armee aufgestellt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr die Streams nicht verpasst. Das ist mega lustig. Die Leute feiern das immer. Wir suchen aus den 50 besten Leuten immer 14 raus für die Challenge. Und ja. Gut. Um das geht's jetzt aber erstmal nicht. Wir wollen jetzt Orange basteln und dafür müssen wir in unseren Avatar-Editor und erstmal unsere ganzen Klamotten hier abnehmen. So, was haben wir hier denn noch irgendwo? Warte mal, Bundeswehr-Klamotten, Kleidung. Da haben wir auf jeden Fall noch was an. Plus irgendwie Hose oder so. Nee, ich glaube, das sieht ganz gut aus jetzt mittlerweile. Okay, wir haben noch was auf dem Kopf. Das Ding muss natürlich auch ab. Jetzt haben wir hier so eine orangene Maske. Die brauchen wir erstmal, um uns den Charakter so ein bisschen vorzustellen. Als erstes müssen wir nämlich die Hautfarbe umändern in Orange. Wie sieht das Ganze dann aus? Ah ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt hier oben so ein bisschen Orange. Okay, das ist ja bisher ganz gut. Jetzt schlage ich einfach mal vor, dass wir hier so diese orangenen Klamotten anziehen, damit es einfach noch ein bisschen vielleicht besser orange aussieht, so guten Kontrast haben, genau hier so. Das sieht ja eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt sollten wir hier vielleicht erstmal diese Zähne so draufpacken, um dann mal zu schauen, wie das aussieht. Ja, mit der Maske sieht das nicht so gut aus. Leider kriegen wir diese Zähne nicht in orange, aber es ist das Einzige, was so halbwegs zu orange passen würde. Und oha, Alter, das sieht jetzt ja aus wie so eine böse Ente, Leute. Guckt mal. Ey, Hashtag Ente in die Kommentare, wenn ihr das auch fühlt. Leute, das ist wie so eine böse Ente, ne? Okay. Wir müssen auf jeden Fall diesen klassischen Gesichtsausdruck weghaben. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir diese Augen noch da so draufsetzen. Das könnte auf jeden Fall was werden. Der Mund dürfte hier abgedeckt sein. Die Augen dürften das hier auf jeden Fall auch verdecken. Und aha,
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal so eine Art Orange gebaut, würde ich sagen. Ja, das kommt schon eigentlich ganz gut hin. Okay, springen wir mal mit dem einfach in Rainbow Friends rein. So, Freunde, ich bin drin. Ich habe den Mond am Start und wir gucken einfach mal, was die Leute für einen Eindruck so machen. Ob jemand zu mir läuft oder sonst irgendwas. Weil normalerweise so ein Skin, der sorgt schon, ihr seht schon, ne, der sorgt für Aufsehen. Die Leute stellen sich da immer so ein bisschen daneben. Was geht bei den beiden ab? Hallo? Moin, was geht bei euch? Hallo? Ich finde das manchmal so cool in Roblox, wie hier einfach Leute random chillen, Mann. Und so auf RP-Situationen machen. Weißt du, wie ich meine? Wir setzen mal unseren Mond auf und gucken einfach mal, ob die Leute den richtig feiern. Weil die Kenner wissen ja, dass der Mond wirklich extrem selten ist. Aber, ja, das juckt hier keinen. Okay, mit Orange würde ich sagen, können wir auf jeden Fall schon mal gut reingehen. Ich glaube, hier kann man auch nicht mehr so viel verbessern. Das ist wirklich das Maximum, was wir hier rausgeholt haben. So, Freunde, wie man sehen kann, das hier ist meine Blue-Kreation. Und ich finde, Blue ist es uns mittlerweile schon richtig, richtig gut gelungen. Trotzdem müssen wir natürlich gucken, dass wir auch die anderen Charaktere, die ich gewünscht habe, irgendwie hinkriegen können. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Avatar-Edit und werde alles Mögliche, was wir hier haben, abnehmen. Wir brauchen jetzt erstmal so diesen Basic. Und natürlich müssen wir bei der Hautfarbe anfangen. Da müssen wir jetzt so zwei Vergleiche schließen. Pink soll es ja nicht unbedingt werden. Das sieht schon nach einem ziemlich guten Lila aus, wenn ich ehrlich bin. Das hier ist wahrscheinlich eher so pink und kommt schon gar nicht mehr krass. Nee. Also wir nehmen dann, denke ich mal, Lila und haben hier unsere erste solide Grundbasis. Jetzt müssen wir nur mal gucken, welche Augen wir benutzen in erster Linie, weil die Augen, die sind ganz wichtig. Eigentlich hat ja Purple so eine weiten Augen, ne? Weil der immer so einen Adrenalinrausch hat, weil der jemanden essen will. Ja, man sieht's schon, das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich jetzt vielleicht dann schon mal den ganzen Charakter so ein bisschen in... Ja, das Problem ist halt so ein bisschen der Kontrast, ne? Also das ist halt so schwierig gerade. Ich sag mal so, es kann durchgehen, kommt drauf an, wie wir jetzt das Gesicht dahin kriegen. Ich muss jetzt einmal gucken, wenn wir vielleicht mal das hier nehmen, diesen Zip-Mouth. Ob das Ding dann irgendwie schon anders aussieht. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus. Wenn wir vielleicht diese Zunge hier nehmen, die für Purple stehen könnte, ja, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein anderes Gesicht haben. Ich denke mal, so ist schon ganz gut. Und wenn wir dann dazu diese Augen haben, ja, also streng genommen kann man sagen, okay, das könnte Purple sein. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendwie was in meinen Klamotten noch am Start habe. Ob wir da noch irgendwie was finden? Nö. Denkt man nicht. Haben wir noch irgendwie was fürs Gesicht? So ein paar Accessoires oder so? Auch nicht. Bisher. Ja gut, dann nehmen wir das doch einfach mit. Und würde sagen, wir gehen da mal ganz kurz ins Game. Ihr wisst, wir machen immer einen kleinen Test, ob sich auf diesem Server irgendjemand darum schert, wer wir eigentlich sind. Deswegen stellen wir uns immer hier hin. Wir wollen immer gucken, ob das Ding auffällt, was wir hier kreieren. Natürlich ist der Rainbow Friends Blue Charakter sehr auffällig, aber die ersten kommen schon hierher. Tim Google ist auch schon da. Und ich glaube, sie fühlen den Charakter schon ein bisschen. Wir haben ja halt so, ja, wie soll ich sagen, also es ist natürlich nicht unbedingt ganz Purple, aber sie sehen halt schon, dass hier so ein bisschen das mit den Augen und so weiter stimmt. Falls ihr eine Idee habt, wie man den noch besser machen kann, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord und sagt mir da Bescheid. So, Freunde, ich habe mir hier schon einige Sachen zurechtgelegt und wie man sehen kann, ich habe hier den Blue schon fertig gebaut. Wir können uns hier nochmal so anschauen, ne? Das ist ganz nice geworden. Also ich finde, Blue ist sogar schon der beste von allen. Heute geht es um Red, Green, Orange und Purple, glaube ich sogar. Findet ihr auf jeden Fall schon auf meinem Kanal, sind schon hochgeladen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Wir werden uns als erstes mal um die Hautfarbe kümmern. Wir müssen die Hautfarbe rot kriegen. Ich gehe jetzt mal hier hin und schaue mir mal an, wie das wäre, wenn wir jetzt zumindest die Hände dann schon mal rot machen. Das sieht mir alles noch nicht ganz gut genug aus. Man kann hier unten, habe ich letztens gesehen, sogar noch eigene Farben für jede Körperregion festlegen. Also falls ihr da Bock drauf habt. Hier werde ich auf jeden Fall mal komplett rot auswählen, um zu schauen. Ja, perfekt, Leute. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir gehen mal weiter gucken. Ich habe jetzt hier den Kopf und ja, vielleicht sollte ich erstmal den ganzen Charakter statt blau erstmal entkleiden. So sieht er jetzt auf jeden Fall aus und daraus wollen wir Red machen. Ich habe hier einmal diesen Kopf. Wenn wir den Kopf aufsetzen, das ist schon mal, kommt schon mal so in diese Richtung, wie Red tatsächlich auch aussieht, wenn es laden würde. Hier sieht man es, man hat hier so eine kleine Outline dazu, aber die ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir setzen die Augen rauf und die dürften ungefähr passen. Bei den Augen ist immer ein bisschen schwierig, aber ihr seht ja halt auch schon, wie das Ganze hier heißt. Falls ihr das nachbauen wollt, Leute,
heute. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht hier. Ich würde halt ganz cool finden, wenn er so einen Mund hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie hier so einen Mund nehmen würden, nehmen wir jetzt mal diesen Sippmaus, dann glaube ich, ist der unter diesem großen Kopf. Das wird jetzt so erstmal nichts. Oh doch, wir haben hier eine Zunge, die rausguckt. Ja, perfekt, Leute. Mit der Zunge kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich guck mal weiter. Wir haben hier noch Kleidung. Da ist dieses Wissenschaftler-Cape. Das ziehen wir jetzt erstmal an der Oberseite an und gucken mal, ob das ungefähr hinkommt. Ich habe mir die jetzt rausgesucht, noch nicht weiter angeguckt, aber ja, das kommt doch schon mal ganz gut hin. Wenn wir jetzt das nächste Teil anziehen, dann würde ich sagen, ist das hier auf jeden Fall schon mal ein solider Grundbau. Wir sollten vielleicht noch mal kurz an dem Körper ein bisschen was machen, an der Skalierung. Wir können die Höhe etwas weniger machen, beziehungsweise wir können ihn auch mal einfach ganz klein machen, weil der eigentlich auch nicht so groß ist. Dieser Charakter ist ja relativ klein im Vergleich zu allen anderen. So, um jetzt mal weiterzumachen, wir sollten den Charakter vielleicht nicht ganz so breit machen, die Proportion ein bisschen kleiner. Ja, perfekt, Leute. Ich würde sagen, der Charakter passt hier. So macht man Red und das ist ein ganz cleanes Ding. Wir gehen mal ins Game rein. So, Leute, schauen wir doch mal, ob ich hier für ein wenig Aufmerksamkeit sorgen kann. Wenn ich mich hier relativ gut platziere, in der Regel kommen die Leute immer hergelaufen und denken sich so, oh, das ist der Wissenschaftler. Wir laufen hier jetzt einfach mal so ein bisschen durch und machen mal ein bisschen so Werbung für uns, ne? Gucken einfach mal, ob dieser Charakter hier auch auffällt. Aber, Leute, ich denke, so at all, oh doch, hier Anna Sophia hat das auf jeden Fall schon gecheckt und denkt sich so, cool, der ist red. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr habt. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Denno, out.